Hi, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Mirkos Meinung. In unregelmäßigen Abständen erzähle ich euch, was ich von einem bestimmten Thema halte. Und nachdem mir in den letzten Tagen und auch Wochen sehr viele von euch geschrieben haben, kannst du nicht mal ein Video dazu machen, dachte ich mir, okay, heute geht es bei Mirkos Meinung zu einem sehr ernsten Thema, nämlich zur Frage, sollte man Vergewaltiger mit dem Tode bestrafen? Der Grund, warum darüber gerade sehr viel diskutiert wird, ist ein schockierender Fall aus Indien. Dort wurde eine Frau von 6 Männern brutal vergewaltigt. Mittlerweile ist sie an ihren Verletzungen gestorben. Und es ist in Indien durchaus nicht selten, dass Frauen dort vergewaltigt, misshandelt werden. Und was auch sehr erschreckend ist, diese Fälle, die werden ganz oft vertuscht und werden auch nie bestraft. In Deutschland sieht das zum Glück ein bisschen anders aus. Wenn Vergewaltiger gefunden werden, was ja auch nicht immer der Fall ist, dann gibt es hier in der Regel angemessene Strafen, aber auch hier muss man vorsichtig sein, denn es gibt auch Fälle, in denen Vergewaltiger zu meiner Meinung nach viel zu geringen Strafen verurteilt wurden. Und nachdem in Indien darüber diskutiert wird, sollte man diese Vergewaltiger mit dem Tode bestrafen, ist natürlich die Diskussion auch bei uns hier wieder aufgekommen. Was sollte man denn mit Menschen machen, die andere Menschen sexuell missbrauchen? Nicht nur in Bezug auf Frauen, das sind natürlich die Hauptopfer bei Vergewaltigungen, aber es gibt tatsächlich auch männliche Vergewaltigungsopfer. Auch da muss man natürlich nochmal unterscheiden. Es gibt Leute, die missbrauchen Kinder, vergewaltigen Kinder und es werden Erwachsene vergewaltigt. Aber ich finde, wenn man darüber diskutiert, dann sollte man die doch alle in einen Topf werfen, obwohl ich es noch viel verwerflicher finde, sich an Kindern zu vergehen als an Erwachsenen. Aber eigentlich will ich da auch gar keinen Unterschied machen. Naja, egal. Also die Frage ist, sollte man Vergewaltiger mit dem Tode bestrafen? Sagen wir erstmal, was dafür sprechen würde. Dafür spricht, dass jemand, der einen anderen Menschen vergewaltigt, extrem in dessen Leben eingreift. In Indien hat das ja sogar zum Tod geführt. Das ist natürlich die äußerste Form. Aber selbst wenn der Mensch nach einer Vergewaltigung dem Ganzen nicht erliegt, wird er sein Leben lang die Folgen daran zu tragen haben, die psychischen Folgen. Viele sind ihr Leben lang geschädigt. Fast alle sind ihr Leben lang geschädigt, würde ich mal sagen. Und jemand, der einem anderen sowas zufügt, den sollte man natürlich hart bestrafen. Dafür würde auch sprechen, dass eine Todesstrafe abschreckende Wirkung hat. Es gibt darüber sehr unterschiedliche Meinungen. Die einen sagen, jawohl, eine Todesstrafe hat immer abschreckende Wirkung. Das hält viele davon ab, sowas zu machen. Andere sagen, wer wirklich sowas machen will, der lässt sich auch von der Todesstrafe nicht abschrecken, weil er eben hofft, dass er nicht erwischt wird. Was spricht gegen eine Todesstrafe? Das Hauptargument ist, finde ich, dass wir hier in einem Rechtsstaat leben, in dem niemand das Recht hat, über das Leben eines anderen zu entscheiden, egal welche schlimme Tat diese andere gemacht hat. Und deswegen finde ich es auch vollkommen richtig, dass grundgesetzlich die Todesstrafe in Deutschland verboten ist. Übrigens ganz interessant, in einigen Bundesländern, zum Beispiel Hessen, ist in der Landesverfassung die Todesstrafe noch drin, aber da Bundesgesetz, Landesgesetz sticht, schlägt, kommt die Todesstrafe natürlich nicht zur Anwendung. Das spricht einmal dagegen und auf der anderen Seite spricht auch dagegen, meiner Meinung nach, dass eine Todesstrafe vielleicht einmalig schockierende Wirkung erzielen würde, aber spätestens wenn beim zweiten Mal jemand zum Tode verurteilt würde, dann hat das nicht mehr ganz die Wirkung. Und außerdem ist dann die Frage, wo sollte man die Grenze ziehen? Wenn man nur Vergewaltiger mit dem Tode bestraft, dann muss man sich auch fragen, wie sieht es bei Menschen aus, die einen Amoklauf gemacht haben? Eigentlich haben die ja auch was Schlimmes gemacht und so weiter und so fort. Man würde dann eine Diskussion vom Zaun brechen, die nicht mehr so einfach zu stoppen ist. Das sind so die Pro und Kontras, die mir jetzt so spontan in den Kopf kommen. Unterm Strich bin ich absolut gegen eine Todesstrafe bei Vergewaltigern. Wobei ich auch verstehen kann, wenn Familienangehörige oder andere Leute, die einer Person, die vergewaltigt wurde, sehr nahe stehen, sagen, ich möchte nicht, dass diese Person, die dafür verantwortlich ist, länger auf der Erde ist. Ich kann mich natürlich jetzt hier auch ganz leicht hinsetzen und sagen, ich bin gegen die Todesstrafe. Ich habe auch niemanden in meinem Umfeld, der mal vergewaltigt wurde. Deswegen ist es natürlich schwer, mir da ein Urteil anzumaßen. Aber trotzdem bin ich gegen die Todesstrafe bei Vergewaltigern. Ich finde, man sollte da anders vorgehen. Bei Menschen, die, weil sie einen psychischen Schaden haben, sage ich mal ganz hart, andere vergewaltigen, sollte man präventiv vorgehen. Man sollte natürlich eine lange Haftstrafe ansetzen, aber gleichzeitig auch eine psychologische Betreuung, dass dieser Mensch sich vielleicht von seinen psychischen Krankheiten, die er hat, erholen kann, sofern das geht. Bei Menschen, die einfach nur vergewaltigt haben aus Lust oder aus sonstigen niederen Motiven, wie man sagt, bei diesen Menschen sollte man einerseits natürlich lange Haftstrafen ansetzen, aber andererseits sollte man auch dafür sorgen, dass diese Person wirklich eine Lehre daraus zieht. Ich finde, sowas wie Einzelhaft, Isolierungshaft ist hier angemessen.
sowas wie Kastration oder so finde ich nicht gut. Auch das ist ja wieder ein Eingriff in die körperliche Unversehrtheit, finde ich nicht in Ordnung. Aber man sollte hier wirklich hart sein und vielleicht auch mal dieses Strafmaß von lebenslänglich überschreiten. Also jemand sollte vielleicht auch mal für 30 Jahre ins Gefängnis kommen, wenn das wirklich brutal war. Also da bin ich schon der Law-and-Order-Typ, der sagt, durchaus lang wegsperren, das hilft hoffentlich. Wobei auch bei solchen Menschen immer begleitend, denn irgendwann kommt derjenige raus, ist psychisch total fertig und macht das Gleiche vielleicht nochmal, weil er überhaupt nicht mehr klar denken kann. Ich hoffe, meine Meinung war einigermaßen ersichtlich für euch, da waren viele Fürs und Wider, aber unterm Strich Todesstrafe auf keinen Fall eine gute Idee, egal ob jetzt bei Vergewaltigen oder anderen Dingen. Wie seht ihr das denn? Sagt ihr, also jemand, der sowas Schreckliches gemacht hat, der muss mit dem Tode verurteilt werden oder vielleicht auch kastriert werden oder sonst was? Oder sagt ihr auch, nee, also Todesstrafe ist da kein richtiges Mittel, man sollte andere Dinge machen. Wie sieht eure Meinung aus? Ein hartes Thema, über das man aber diskutieren sollte, finde ich. Eure Meinung interessiert mich. Schreibt es in den Kommentaren. Morgen gibt es hier was ganz anderes. Morgen werde ich euch was über Geheimbünde erzählen, Illuminaten, Freimaurer, vieles mehr. Das morgen Vormittag. Ich finde es ein spannendes Thema, ihr hoffentlich auch. Wir sehen uns dann. Bis dann. Ciao.